Der Senat wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die aktuelle Krise zu meistern. Wir werden nicht alles ausgleichen können, was diese Krise mit sich bringt, aber wir versprechen, wir lassen niemanden alleine und wir lassen niemanden zurück. Für mich ist klar, neben den Privathaushalten müssen wir auch die Unternehmen im Blick haben und insbesondere die energieintensiven Betriebe unterstützen, damit sie Zeit haben, sich auf die neue Lage einzustellen und den Schock der gestiegenen Energiepreise zu bewältigen. Andernfalls droht unsere Wirtschaft in eine tiefe Rezession zu rutschen, und das müssen wir mit aller Kraft verhindern.